Das Thema Work-Life-Balance ist natürlich nicht nur draußen in aller Munde, sondern natürlich auch bei uns im Unternehmen. Und ich empfinde es als ein sehr wichtiges Thema, was hier auch gut aufgegriffen wird. Die Möglichkeit, flexibel auch arbeiten zu können, ist etwas, was hier definitiv ermöglicht wird. Über Teilzeitmodelle Arbeit und Familie oder Freizeit in Einklang zu bringen, wird hier gefördert. Hier wird an individuellen Lösungen gearbeitet. Ich persönlich habe für meine Zukunft keine Sorgen, dass ich da meine Pläne, die ich eventuell haben könnte, nicht wunderbar mit dem Unternehmen in Einklang bringen kann. Ja, das Thema Work-Life-Balance ist für mich ein wichtiges Thema, dadurch, dass ich eben drei Kinder habe und wir beide volltags berufstätig sind. Und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Also mit allen Anforderungen, die damit verbunden sind. Und ich glaube, ein großes Thema ist ja wirklich dieser Punkt Flexibilität, den jeder an der Stelle mitbringen muss. Und die Flexibilität ist eben auch, wie gesagt, im Zweifelsfall abends zu arbeiten mal, wenn es eng ist, und den Rechner eben nochmal aufzumachen. Das, wo es unterstützt wird, ist genauso auch zu sagen, okay, jetzt hat heute die Kita zu, jetzt mache ich einen Heimarbeitstag. Das heißt, so als berufstätige Eltern hat man eben ganz viele Punkte und da hilft so ein Großkonzern natürlich unglaublich weiter durch die Möglichkeiten, die da eben mitgeboten werden. Und die nutzen wir eben auch. Also gerade als Neueinsteiger oder Berufsanfänger interessiert einen natürlich das Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie, Vereinbarkeit, Arbeiten und Freizeit. Auch ich bin jemand, der seine Freizeit unheimlich wertschätzt. Und ich muss sagen, rückblickend betrachten und auch heute stellt sich die Firma Bosch hier sehr flexibel dar. Wir haben also die Möglichkeit, unsere Arbeitszeiten durch eine Gleitzeitregelung durchaus flexibel zu gestalten. Und ich hatte eigentlich in all meinen Stationen stets die Möglichkeit, die Zeit, die ich gerne für mich privat nutzen möchte, auch zu nehmen.